Wir fordern, schmeißt die Fernseher weg, kündigt eure Tageszeitung, fangt endlich an, liebe Mitbürger, euch selbstständig zu informieren und nicht dem sogenannten öffentlichen Rechtlichen weiterhin auf den Leim zu gehen. Wir hätten gerne eine rückhaltlose Aufarbeitung der Corona-Zeit und eine juristische Verfolgung der Verbrecher. Wir fordern weiterhin ein Ende der Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, der verbalen Aufrüstung, vor allem in den Schulen, in den Medien, denn niemand von uns möchte irgendwie, ich glaube 2029, kriegstauglich sein. Ich fordere, dass wir uns für den Frieden ertüchtigen, dass Frieden wieder das gewünschte Ziel ist, dass Wirtschaftsbeziehungen das gewünschte Ziel sind, eine Stärkung der Nationalstaaten und der nationalen Souveränität in Europa das gewünschte Ziel ist. Und leider Gottes, mit jedem Tag, an dem unsere Mitbürger weiterhin ruhig und geduldig sind, nähern wir uns dem Ziel dieser Umsetzung dieser Agenda 2030. Denn die UN ist da weiterhin, es schreitet einfach weiter fort, ganz tapfer, noch nicht mal im Verborgenen. Allerdings erfährt man es nur, wenn man sich selbstständig und eigenständig denkend informiert. Also, Fernseher weg, Zeitung kündigen, ran ans Netz, geht auf die Veranstaltung, recherchiert selber und bildet euch eine eigene Meinung und wiederholt in Gesprächen bitte nicht immer das, was die Journalisten vorgekaut haben. Danke. So, auch ein herzliches Willkommen von mir. Es gibt heute keine Nachzügler wahrscheinlich, weil niemand zu spät kommen will. So, also, ja, man sollte meinen, dass bei der 240. Demo die Vorbereitung Routine ist, aber ich muss zugeben, ich bin jedes Mal erschüttert, was sich da in einer Woche alles abspielt. Man kann es kaum glauben. Ja. Ich springe einfach jetzt mal gleich in das, was man jetzt so vom Skript her zwar erst an mittlerer Stelle irgendwann kommt, die Nummer mit diesen explodierten Pagern im Libanon. Also mir fällt da langsam nichts mehr ein dazu, dass es jetzt tatsächlich anscheinend Geheimdienste gibt, ja, die innerhalb Deutschlands dafür gelobt werden, dass das, was die da getan haben, nämlich bei nichtsahnenden Leuten irgendwelche Mobilgeräte zur Explosion zu bringen, dass das von deutschen Politikern eine herausragende Geheimdienstoperation genannt wird. Das kann man sich kaum noch vorstellen, was da läuft. Ja? Und auch das, ich habe vergessen, wer das gesagt hat, beziehungsweise ich konnte es nicht mehr richtig nachprüfen. Aber wenn man solche Dinge öffentlich gutheißt, dann ist das gleich das Nächste, wo ich dann hoffe, dass ein Markus Heinz, der ja da sehr streitbar ist oder auch gegen gerne andere Anwälte, dass die da quasi wegen keiner Volksverhetzung oder wegen Verherrlichung von Angriffskriegen oder von schweren Straftaten, ja, was ist das anders, wenn man anscheinend hunderte Leute umbringt, tausende verletzt, weiß Gott wie viel Schaden anrichtet und da gibt es in Deutschland gibt es Leute, die nichts Besseres zu tun haben, statt das Kind beim Namen zu nennen? Terrorismus ist das. Ganz genau so ist das. Das ist gottverfluchter, scheißstaatlicher Terrorismus, hinter dem nach allem, was man hört und was man irgendwo aus eigenem Erwägen denken kann, mit fast Sicherheit dieser, wie heißt das, Mossad oder was, steckt. Ja, aber ganz egal, wie dieser scheiß Geheimdienst heißt. Auf so eine Nummer kommen Privatleute nicht. Das machen keine privaten Organisationen, denen fehlt da jedes Mittel dazu. Und dass das in Deutschland gut geheißen wird, von wem auch immer, ist eine absolute Schande und ich komme aus dem Fremdschäden überhaupt nicht mehr raus. Ja, also, ich bin auch,
etwas... Was noch dazu kommt, ist, dass derjenige, der das gesagt hat, wenn ich dran denke, werde ich nächstes Mal einen Namen nachreichen, auch noch gemeint hat, sich da irgendwie dahingehend ausdrücken zu müssen, dass das selbstverständlich nicht die das Unterstützungsende für Israel zur Folge hat. Ja, das sind alles Mittäter. Ja, das sind alles Mittäter, die da kaltlächelnd es gutheißen, wenn, ich weiß nicht wer, der zufälligerweise in der Nähe von so einem Scheiß-Pager war, da einfach umgebracht wird. Ja, das Perfide dran ist, diese Dinger machen ein Geräusch. Die Leute greifen danach, wie sie schon tausendmal danach gegriffen haben, gucken das an und in dem Moment geht das Ding hoch. Ne? Augen kaputt, Gesicht kaputt, Hände kaputt, Leute tot. Etwas Perfideres kann man sich kaum noch vorstellen. Ja, ja, und das hat ja auch nicht nur die Männer getroffen, die diese Pager und Handys getragen haben, sondern es hat ja auch die anwesenden Kinder im Auto getroffen. Frauen, wie gesagt, ältere Leute, die damit gar nichts zu tun haben. Da, wo die Pager waren, da, wo sie hochgegangen sind, gab es viele weitere Schäden. Viele weitere Menschen, die verletzt wurden, die Krankenhäuser sind überfüllt, die Ärzte entsprechend dort logischerweise überfordert. Und dann sind ja kurze Zeit später auch noch diverse Elektrogeräte in gleichem Maße in die Luft gegangen, was ebenfalls ein wirklich zu verurteilender Terrorakt ist. Ja, und sonst nichts. Das hat mit, mir fällt da auch nichts so ein. Es ist schlicht und ergreifend Terror. Es ist menschenverachtend, es ist in meinen Augen völkerrechtswidrig und es ist in jedweder Form zu verurteilen. Ja, um bei der Nummer noch einen Moment lang zu bleiben, es muss ja klar sein, dass diese ganzen, vor allem diese, also alles, was nicht Pager heißt, also Laptop und normales Handy, Smartphone, wie das Zeug eben alles so heißt, das wir da mit uns rumtragen, dass das alles zur Explosion gebracht werden kann, auf eine Art und Weise, auf die zuvor, weil diese Geräte sind bestimmt schon, bis sie in Israel oder in Libanon gelandet sind, die werden dort alle ja nicht hergestellt. Nee, angeblich kamen diese Geräte ja aus Ungarn. Ganz zumindest egal, diese Pager. Ganz egal, wo sie herkommen. Die werden, ja? die werden dort nicht mit dem Lastenfahrrad hingefahren. Die werden dort mit Schiffen, mit Flugzeugen, mit allem Möglichen hingebracht, auch weil es die Leute natürlich bei der Reise dabei haben. Und was uns daraus quasi zu erkennen ist, ist, dass kein einziger Sprengstoffscanner auf irgendeinem Flughafen in irgendeiner Sicherheitsschleuse darauf reagiert hat. Mit anderen Worten, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Behörden erkennen, dass die ganzen Kontrollen an Flughäfen eh obsolet sind, weil man ganz offensichtlich massenhaft Geräte, das langt anscheinend, wenn ein Lithium-Akku drin ist, zur Explosion bringen kann. Also entweder wir hören das Kontrollieren auf, weil es sowieso sinnlos ist, dann muss auch niemand mehr sein volles Shampoo abgeben. Ja, bloß weil er... Ja, ist mir... Ja, Taschenmesser, ja, also Scheiß, ja. Weil das eh nichts bringt, aber ich glaube, es wird anders sein. Ich glaube, es wird so sein, dass die sagen werden, das ist ein elektronisches Gerät. Mit anderen Worten, du trägst hier eine verkappte Bombe mit dir rum. Entweder du gestattet uns, dass wir auf elektronischem Wege da mal nachgucken, ob du da ein schädliches Programm drauf hast. Mit anderen Worten, die ziehen mal schon alle Daten von dem Ding runter. Ja? Oder entweder du oder dein Handy fliegen nicht mit. So wird's aussehen. Ich denke nicht, dass die von ihrem Kontrollwahn ablassen, sondern dass das letztlich weiter dazu genutzt werden wird, den Leuten ihre Freiheit auch an dieser Stelle zu nehmen und ein ganz normales Handy, whatever, zu einem potenziell tödlichen Instrument zu erklären und damit jedem nach Belieben den Zutritt überall verwehren zu können, der das nicht irgendwie, ich weiß nicht, durchleuchten lässt oder sonst was. Ja, ich denke auch, da ist der Stefan ganz richtig unterwegs. Sie werden es nutzen. Sie werden es nutzen, um diesen Kontrollstaat weiter auszubauen, so wie Sie diese neuen Sicherheitsgesetze nutzen werden, um anlasslos Wohnungen zu durchsuchen, was ja auch in Vorbereitung ist, und diverse andere Dinge mehr. Ich erinnere nur an die Einführung des elektronischen Impfausweises, der verpflichtend wird, zum Reisen. Da nützt dass man sagt, um Gottes Willen, das sind doch Daten, wichtige, sensible Daten,
Die Erfahrung haben wir gesammelt. Die sensiblen Daten sind nur dann wichtig, wenn das RKI etwas rausfinden könnte, wenn es diese sensiblen Daten sammeln würde. Da, wo es nämlich eigentlich nicht wichtig ist, waren es aber Jan und jedermann hat zeigen müssen, im Restaurant, im Kino und, da war es nie ein Problem. Sie werden es verwenden, um Ihren Überwachungsstaat weiter auszubauen und unser freiheitliches Leben weiterhin einzuschränken, wenn die Menschen, die hier wohnen, nicht langsam aufhören mitzumachen und laut werden, bei ihren Krankenkassen vorsprechen und hinschreiben, ich will das Ding nicht, ich will keine E-Patientenakte und all diese Dinge. Solange alle Bürger brav und treu und gehorsam sind, werden sie ihre Agenda durchziehen. Deshalb sage ich, Leute, werdet Mucker, die Zeit läuft ab. So. Für diejenigen, die vielleicht neu sind, ich glaube es ja nicht, dass es solche gibt, doch da hinten stehen zwei, die ich noch nie gesehen habe. Also für die beiden sei gesagt, wie für alle anderen, wir haben hier ein offenes Mikrofon. Wer hier uns allen was mitzuteilen hat, was man in diesem Staat gerne und sofort und dauerhaft verbessern kann und muss, möge das gerne hier zum Besten geben. Ja, ansonsten dürft ihr euch was wünschen, wie sollen wir weitermachen? Mit alles weiteren, mit dem aktuellen Energiedesaster, Mossad und die israelische Regierung haben wir schon. Der erste Redner ist auch da. Herzlich willkommen. Wunderschönen Abend. Vielen Dank. Weil es gerade gut passt, es gibt eine recht nette YouTube-Serie namens Honigwabe. Ist ein bisschen für die jüngere Generation, ist sehr, ich sag mal, teilweise ein bisschen trashig. Aber geht also über Stunden und ist insgesamt sehr unterhaltsam. Und einer der Moderatoren sitzt seit 5 oder 6 Wochen im Knast, weil er angeblich gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Der hat irgendwann 2020 irgendein Video geschickt, das vielleicht nicht so richtig nett war, aber auch nicht so richtig gefährlich. Aber wegen der Geschichte sitzt er jetzt im Knast wohl bis zu einem Jahr. Aber ein anderer aus dieser Runde, der nennt sich Schattenmacher, und vor 2 Wochen berichtete der über seine Rückreise aus UK, dem Vereinigten Königreich. Dort war er auf irgendeiner Konferenz, das war vor 20 Jahren, war das wahrscheinlich eine konservative Konferenz. Heute ist es eine rechtsextreme Konferenz. Also er hat berichtet, dass da man ohne Anzug nicht willkommen war. Das heißt, es war schon ein bisschen höheres Niveau, war auch, glaube ich, ein bisschen teuer. Auf jeden Fall hat er sich dann auf diesen Rückflug gefreut, dass er jetzt nach Hause kommt, und hatte seine Bordkarte in der Hand und lief dann so Richtung Gate, wie man es halt so macht am gepflegten Flughafen. Und dann kamen die ersten 2 Polizisten auf ihn zu und haben ihm dann mitgeteilt, dass er jetzt unter Terrorverdacht steht. Also bei allem, was die so machen, die jungen Herren, es geht da nie um Gewalt oder Aufforderung von Gewalt. Und der Schattenmacher berichtet auch, dass ihm klar war, dass er kein Terrorist war, und dass den Polizisten genauso klar war, dass er kein Terrorist war. Aber es gibt halt die Gesetzgebung, dank importiertem Terrorismus, dass man unter Terrorverdacht gestellt werden kann. Und es läuft dann so ab, dass man für 7 Tage alle elektronischen Geräte, die man zufällig dabei hat, abgeben darf. Und dann bitten die Polizisten ein um das Passwort zu diesen Geräten. Sollte man auf die Idee kommen, dieses Passwort, also das passende Passwort, das dann auch funktioniert, nicht den Polizisten aufzusagen, ist es bereits eine Straftat. Also da nimmt der Staat in alle Bereiche, die ihm so passen, unter einem Vorwand, der im Prinzip frei erfunden ist, Einblick in alle Bereiche, die auf diesen Geräten unterwegs sind oder auch nicht, und nimmt dann die Geräte ab. Der Schattenmacher meinte, er wird diese Geräte nie mehr benutzen können, weil er nicht weiß, was da jetzt drauf ist. Also so läuft das ab. Leute, es geht Richtung totale Kontrolle, und zwar Schritt für Schritt. Denkt dran. Dankeschön. Ja, in dieses Dankeschön, ja.
In dieses Thema passt auch, was man heute über Pavel Durov lesen kann. Pavel Durov, Telegram-Erfinder, den sie vor zwei Wochen in Frankreich einkassiert haben. Heute ist zu lesen, dass Pavel Durov ja offensichtlich eingeknickt ist und jetzt zugestimmt hat, dass, wie war das formuliert, dass irgendwelche Inhalte, die offensichtlich gegen Gesetze verstoßen, den Behörden zugänglich gemacht werden. Wobei der Inhalt ja sowieso öffentlich ist, aber die Nutzerdaten, sprich die IP-Adresse und wer das veröffentlicht hat. Also, geht genau in die Richtung, und wenn ich mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen lasse, dann wird wahrscheinlich aus dieser Nummer im Libanon andersrum ein Schuh. Jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt irgendwelche Scheiß-Terroranschläge gemacht worden sind, die größeren Ausmaßes hatten, so wie das hier, ja, da könnt ihr jetzt selber mal überlegen, was da alles dafür in Frage kommt, sind unmittelbar danach praktisch überall auf der Welt fertige Gesetze aus der Schublade gezogen worden, die den Leuten dann verkauft worden sind, mit nach dem Motto, wir wollen und müssen euch vor sowas unbedingt schützen und deswegen braucht es jetzt dieses oder jenes Gesetz. Und ich denke, dass es mittlerweile andersrum sein könnte, dass sowas nur deswegen inszeniert wird, damit man das machen kann. Scheißegal, wie viele Leute dabei draufgehen, Hauptsache die kriegen ihren Willen. Hallo, guten Abend miteinander. Zu dem Thema von vorhin oder jetzt eigentlich die ganze Zeit schon passt eine Meldung, und zwar, die ist eigentlich schon sehr spannend. 6.000 YouTube-Videos sind aufgrund aktueller Gesetzgebung gesperrt. Zusätzlich sind 900 Bücher auf dem Index, und damit, da können wir richtig stolz sein drauf, damit hat Deutschland Nordkorea abgehängt und steht weltweit auf Platz 1 bei der Internetzensur. Das muss man sich einfach mal überlegen. Ja. Unglaublich, da fällt einem eigentlich gar nichts mehr ein dazu. Und das geht ja weiter. Ich meine, das ganze Thema zieht sich ja durch mit den RKI-Protokollen, mit allem. Ja. Aber jetzt sind wir wieder hier, die Unentwegten, die da sind. Ja. Normalerweise müssten jetzt, nachdem die RKI-Protokolle bekannt wurden, ja, dass die genutzt wurden vom Staat, beziehungsweise nicht genutzt wurden, sondern der Staat hat vorgegeben, was die Staatsmedien rausgeben. Ja. Normal müsste der Platz überquellen von Menschen, die demonstrieren. Ja, also ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ich denke mal, ich weiß nicht, wie schlimm es noch werden muss, damit die Menschen aufwachen. Ja, immer, okay. Also dazu passt genau das, was vor zwei Tagen in New York passiert ist. Jetzt dürft ihr euch erstmal den senilsten Kanzler aller Zeiten anhören. Ich bin jetzt auf dem Flug nach New York. Dort findet im Umfeld der Generalversammlung der Vereinten Nationen der Summit of the Future statt. Den haben der Generalsekretär der Vereinten Nationen zusammen mit Namibia und Deutschland vorbereitet. Deshalb werden auch der Präsident von Namibia und ich dort bei der Eröffnung sprechen, und wir haben lange und intensiv gearbeitet. Es wird einen gemeinsamen Beschluss über alle Entwicklungsthemen der Welt geben, den Pact for the Future. Es geht darum, dass wir die Entwicklung vieler Länder voranbringen wollen, dass die Ziele zu einer besseren Entwicklung der Welt umgesetzt werden können und dass mehr Druck da reingegeben wird, dass das auch tatsächlich passiert. Es geht um die Neuordnung der internationalen Finanzarchitektur, die Neuordnung zum Beispiel des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Alles Fragen, über die jetzt weiter diskutiert werden muss. Es ist sehr gut, dass man mit allen Ländern einen Konsens für den jetzt beginnenden Prozess erreichen konnte. Das sind die zwei Worte, die da hinten dran noch fehlen. Das ist leider ein bisschen zu früh zu Ende. Ja. Was er nicht sagt, ist, dass was er gesagt hat, ist, dass Beschlüsse gefasst werden. Das heißt, er weiß schon vorher, was da beschlossen wird. Mit anderen Worten, das ist eine reine Showveranstaltung, was die da machen, weil der deutsche Bundeskanzler im Flugzeug zu der Konferenz fliegend bereits weiß, was hinterher im Beschluss stehen wird. So fängt es schon mal an. Ne? Dann sagt er natürlich, die wirklich wichtigen Dinge sagt er nicht. Er sagt das, worum es geht, auch auf Englisch. Warum tut er das eigentlich?
Warum, verflucht nochmal, spricht ein deutscher Kanzler nicht Deutsch? Was ist los mit dir? Ja? Was er zum Beispiel nicht sagt, ist, dass es bei der Konferenz unter anderem darum geht, dass der UN-Generalsekretär in eigener quasi Machtvollkommenheit einen globalen Notstand ausrufen können soll. Wann immer es dem Herrn Guterres passt, ja, und da wird man nicht lange drauf warten, weil dieser absolute Klimafanatiker jede sich bietende Gelegenheit sofort nutzen wird, um irgendeinen Klimanotstand herbeizufantasieren, aufgrund dessen er dann wieder alles Mögliche durchdrücken kann, was zu unser aller Nutzen ist und was wie immer wie diese ganze scheiß Klimaagenda nur einen einzigen Sinn hat, nämlich euch allen das Geld aus der Tasche zu ziehen, die Bewegungsfreiheit zu nehmen und alles, was ihr an Vermögen, an Besitz, an Eigentum habt, mit staatlicher Hilfe und dieser Scheißagenda letztlich auf ein paar jetzt schon Gigareiche umzutransferieren, die jetzt schon bestimmen, wer der amerikanische Präsident wird, wer dort ins Parlament einzieht, welche Gesetze dort gemacht werden. Es wird wirklich Zeit, ich sag's nochmal, das was du am Anfang gesagt hast, dass hier ganz Deutschland endlich seinen gottverdammten Fernseher aus dem Wohnzimmerfenster rausschmeißt und ihn nie wieder einschaltet. Weil solange ihr in diese Kiste hineinguckt, haben die freie Bahn. Und jeder, der sagt, uns geht ja noch gut, bereitet den Boden dafür, dass es uns alle mit in den Abgrund reißen wird. Und die hören nicht auf. Ja, was der Scholz dort ebenfalls nicht sagt, ist, dass sie natürlich für den ganzen Globus irgendwelche Beschlüsse fassen werden. Und zwar in einem Gremium, Entschuldigung, das nicht demokratisch von uns gewählt ist. Dort sitzen keine Demokraten. Dort sitzen keine Menschen, die an das Wohl der verschiedenen Völker denken, an die unterschiedlichen Kulturen. Dort sitzen Leute, die Geld verdienen wollen, die Macht haben wollen und die an ihrer Macht kleben. Das darf man nicht vergessen. Und die sorgen dafür, dass 1% der Weltbevölkerung über den ganzen Globus und über alle Menschen dort herrschen und bestimmen kann. Und ich für mich sage, nein, ich will das nicht. Ich weiß, dass Leben ein Risiko ist, ja, aber ich möchte leben und zwar frei und selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt. Ja. Was auf dieser UN-Konferenz noch stattfindet, ist ebenfalls ein unter Ausschluss jeder Parlamente vereinbarter Vertragstext, der da, also den man frei übersetzt mit Digitalzwang überschreiben kann und wo es letztlich darum geht, dass du, wenn du dich dem nicht beugst und nicht quasi dein ganzes Leben in ein digitales Gerät mit einer digitalen Nummer und digitalem Geld transferierst, du eines Tages einfach keinen Zugang mehr haben wirst zu medizinischer Leistung, du wirst nicht mehr reisen können, du quasi nichts kaufen können, ja. Du wirst gezwungen sein, digitales Geld, was noch weniger Geld ist als das, was wir hier mit uns rumtragen. Das sind Wertgutscheine. Das sind Wertgutscheine, die man nach Belieben entwerten kann und nur für bestimmte Dinge freigeben kann. Ja, das ist alles Mögliche, bloß kein Geld. Und da hat unsere Bundesregierung selbstverständlich, ohne das Parlament zu fragen, bereits zugestimmt. Ja? Die Dinge sind am Laufen und es geht in diese Richtung. Es soll mit aller Gewalt jeder eine digitale Nummer kriegen, die ihn auf immer und ewig, die ihm quasi bei der Geburt eingestanzt wird und die er nie wieder los wird, ohne die er nichts tun kann, ohne die er nichts ist und wo es ein leichtes ist, ihn per Knopfdruck überall auf der Welt zur Persona non grata zu machen. Ja. Genau, und verkauft wird das als, wir machen euch das Leben etwas einfacher, um euch im Internet zurechtzufinden. Ja? Es wird ja nett und rosa eingepackt, so wie diese ganze Agenda 2030 nett und rosa eingepackt wird. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es in der Tat wirklich die absolute Kontrolle in jedem Lebensbereich.
Ja? Und ich möchte euch nur noch mal diesen kurzen Wahnsinn vor Augen führen, was in diesem Lande hier, in dem wir leben, bereits möglich ist. Du kannst einmal im Jahr zu deinem Bürgermeister gehen und dieses Jahr bin ich Eichhörnchen, nächstes Jahr bin ich Hund, übernächstes Jahr bin ich Wolf, das ist alles kein Problem. Aber welche Heizung ich in mein Haus einbauen möchte, das kann ich nicht bestimmen. Welche Fenster ich habe, kann ich nicht bestimmen. Welche Größe, wo ich überhaupt baue, kann ich alles nicht mehr selber bestimmen. Ja? Ich sage wirklich, es ist schon wirklich ekelerregend. Ja, damit ihr wenigstens ein bisschen was zum Schmunzeln habt, habe ich sozusagen mir einen ihrer bestbezahlten Azubis rausgesucht, der es noch nicht so ganz gelernt hat, die Botschaften so zu verpacken, dass man sie nicht doch noch irgendwie erkennen kann. Da muss er noch ein bisschen dran üben. Und es ist ja nicht richtig, dass der Verbrennungsmotor verboten ist. Natürlich sind Verbrennungsmotoren zugelassen, nur müssen sie da eben klimaneutral sein. Und verboten ist er sowieso nicht, sondern nur die Zulassung ist da geregelt. Und es ist ja nicht richtig, dass der Verbrennungsmotor verboten ist. Ja, er muss sich ja quasi selber schon korrigieren. Ne? Nach dem Motto, der Verbrennungsmotor ist nicht verboten, er wird bloß nicht mehr zugelassen. Ne? Mit anderen Worten, du darfst ihn bauen, du darfst ihn bezahlen, du darfst ihn dir vor den Hof stellen, aber fahren darfst du ihn nicht. Ja? Das ist genau das, was immer getan wird. Das ist mit der Heizung genau das Gleiche. Du darfst den Ofen kaufen, du darfst deine Kohle kaufen, dein Öl, dein Gas, was auch immer. Aber wir bestimmen, ob du den einschaltest oder nicht. Ja, und das läuft auf jeder Ebene läuft das so. Ja? Naja, aber in Brandenburg ist jetzt auch so. Da muss man ihm sagen, Herr Habeck, Ihre Stimmen sind nicht weg. Die sind nur woanders. Also wenigstens da sind sie dann schon mal rausgeflogen. Und ich hoffe, dass diese grüne Partei wirklich in absehbarer Zeit, in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, nämlich da, wo sie hingehört. Ja, und das, was du gerade gesagt hast, das ist nicht weg, das ist nur woanders. Sinngemäß wird das irgendwie als, keine Ahnung, irgendwann mal als die Habeck-Wolte in die Geschichte eingehen. Ne? Bestimmt, irgend aber sowas. Besser fand ich noch eine andere Politikerin, die gemeint hatte, daran ist ja auch Herr Putin schuld. An, wer denn genau. Sonst? Ja, genau. Ja, wer denn sonst? Ja. Also da hat es mich auch verspult. Ja. Ja, ich muss trotzdem nur kurz ein Wort loswerden zu diesem Satz nach dem Motto, die E-Autos sind ja nicht verboten, sondern sie werden nur nicht mehr zugelassen. Also er verkündet da quasi... Entschuldigung, ja, da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Ihr habt es gemerkt, ja, okay. Ja, ja gut, es liegt an uns, ob wir das vielleicht hinkriegen, dass das so ist, ja. Weil im Grunde bin ich jetzt meiner eigenen Argumentation schon ein Wort davor gekommen, weil es nämlich eigentlich so ist, wenn man ihn beim Wort nimmt, müsste man mit seiner Argumentation nicht den Verbrenner, sondern die E-Autos verbieten, weil die sind es, die die schlechtere CO2-Bilanz haben, ja. Da hilft es nichts. Wenn, oder da ist es, das ist ja die reine Augenwischerei, dass ein E-Auto seinen Auspuff im Kraftwerk hat. Ja, und eben nicht hinter sich herzieht. Aber die ganze CO2-Bilanz, so man an diesen Schwachsinn glaubt, ja, ist bei einem E-Auto schlechter. Habt ihr es gehört, ihr E-Autofahrer? Sie ist schlechter. Ja. Und weil das mittlerweile ein Haufen Leute gemerkt haben, stellt sich mittlerweile die IG Metall hin, das muss man sich mal reintun. Ja, und die stellt sich nicht hin und sagt, gestern oder vorgestern war so ein komischer inoffizieller Autogipfel, hat sich das genannt. Ja, und die sprechen da nicht drüber, die machen der Politik keinen Druck, dass diese quasi, dass dieses Verbrennerverbot, auch wenn es Habeck nicht wahrhaben will, aber faktisch ist es eins, dass das aufgehoben wird. Das tun sie nicht. Wissen Sie, was die stattdessen machen, ist, dass sich da irgendeine IG Metall-Vorsitzende wieder hinstellt, und das macht, was Sozialisten immer tun, sie fordern eine Scheißprämie von mindestens 6.000 Euro zur Zuschussung von des Kauf eines E-Autos, das unter normalen Umständen kein Mensch kaufen würde, ja, weil die Dinger praxisuntauglich sind, weil sie von der CO2-Bilanz her schlechter sind, weil du nicht damit in Urlaub fahren kannst, weil es ein Scheiß ist, das will keiner. Und jetzt bricht der Verkauf ein und was schreien sie? Sie schreien nach Subventionen. Ja? Mit anderen Worten, wir alle hier, die wir doch überwiegend für, denke ich mal, keine E-Autos fahren. Uns wird das Geld weggenommen, damit ein paar Gutmenschen für 6.000 Euro billiger sich so ein Ding kaufen können. Was sie sonst nicht tun würden, wenn man ihnen nicht mit unserem Geld helfen würde. So wird in diesem Land Politik gemacht. Da kriegst du einen absoluten Vogel. Und das hat mit freier Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Ich finde, wir als Verbraucher haben selbst zu entscheiden, was wir kaufen wollen. Und fertig.
Ende der Diskussion. Und ganz privat gesprochen, ich bleibe bei meinem Diesel. Da kann der Habeck machen, was er will. Ich bleibe bei meinem Diesel. Ja? Denn wenn ich mit dem lange im Stau stehe, dann stehe ich halt im Stau. Wenn da der Tank mal leer sein sollte, kann ich mir ein Kanisterchen nehmen und kann zur Tankstelle laufen und kann dann ein paar Literchen holen. Versucht das mal mit einem E-Auto. Ja? Trag mal dein E-Auto dann zur Tankstelle. Oder warte auf den Dieselgenerator, der kommt. Dieselgenerator, der dann dieses E-Auto auflädt. Ja, das ist alles wirklich bei unserer Verkehrspolitik, die wir auch haben, wo man öfter mal im Stau steht, wirklich, also Milchmädchenrechnung, da wäre es eine Beleidigung fürs Milchmädchen, das mag ich gar nicht sagen. Also es ist einfach noch nicht mal Erstklassniveau. Ja, deswegen erzähle ich jetzt noch schön was von der letzten Demo in Berlin. Ja, E-Autofahrer dieser Welt, stellt euch auf Schnappatmung ein. Mein mittlerweile etwas angejahrter Diesel, den habe ich vollgetankt, bin mit diesem Tank nach Berlin gefahren und wieder zurück und habe noch immer über 100 Kilometer Restreichweite gehabt. Habt ihr das gehört? Da müsst ihr 5-mal tanken und 3-mal übernachten. Ja, ja, weil tanken beim E-Auto geht ja auch nicht in 3 Minuten. Ich glaube, 30 Minuten ist irgendwie Minimum, ne? Was weiß ich, egal. Keine Ahnung, also es ist furchtbar. Also es ist wirklich ein... Und es ist ja nicht richtig, so, jetzt müssen wir mal gucken. Aus irgendeinem Grund funktionieren diesmal die Einspieler, aber die Musik funktioniert nicht. Wir kriegen. Ja, genau. Singen kommt noch, aber das ist noch ein bisschen zu früh. So, wir könnten Unterstützung brauchen: freiwillige Redemeldungen und Redebeiträge und alles. Ja. Wunderbar, eine neue Stimme. Ja, es ist schön, dass ihr alle da seid und ich möchte euch einladen. Am 13. Oktober, das ist ein Sonntag, um 11 Uhr, ist auch hier auf dem Marktplatz eine Demonstration von Horn for Hope. Manche von euch kennen das vielleicht. Wir sind auch schon seit 2020 unterwegs in Städten und Gemeinden rund um Stuttgart mit kritischen Beiträgen. Und wir singen. Das war damals natürlich ganz wichtig in der Zeit, wo Singen ja komplett verboten war. Da war das immer so toll, wenn wir zusammen singen konnten. Und Horn for Hope heißt das, weil die Sabine, die das organisiert, die spielt Alphorn. Die spielt dann auch ein paar Mal eine Melodie mit dem Alphorn. Es ist auch noch eine andere Musik dabei, also es sehr abwechslungsreich, 1,5 Stunden immer. Also von 11 bis um 12:30. Ja, genau. Bis 12:30. Und wäre schön, wenn ihr alle kommt und auch noch Besucher mitbringt. Und ich möchte natürlich auch aufrufen, dass ihr nächsten Dienstag alle noch jemanden mitbringt. Wenn jeder noch einen mitbringt, dann sind wir schon doppelt so viele. Das wäre doch was. Und dann gibt es noch was, gell, Nelly? Wir fahren am Sonntag an Bodensee. An Bodensee ist am Sonntag Friedenskette. Also, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Ja, nochmal zur Beteiligung hier. Es ist nicht so entscheidend, wie viel Quantität da ist, sondern wie viel Qualität, um sagen wir das Rauschsignal zu Rauschratio, die ist hier deutlich besser als in jeder politischen Sendung des öffentlich-unrechtlichen Fernsehens. Insofern können wir uns trotzdem auf die Schulter klopfen. Und es ist natürlich so, wir haben natürlich diese 95% Schafe, die ihre Fahne in den Wind hängen. Und dann gibt es letzten Endes Leute, die Intelligenz haben, die Willen haben. Und die gibt es natürlich an der Regierung, aber es gibt sie auch in der Opposition. Und diese 95% Schlafschafe, die werden sehr schnell die Seiten wechseln, wenn mal die Realitäten so sind, dass die Regierung von ihnen vollkommen umzingelt ist. Es wird noch ein bisschen dauern, aber der Tag wird kommen, wo sie einfach die Realität nicht mehr aussperren können. So viel dazu. Das heißt, immer optimistisch bleiben, Mut haben, einen langen Atem haben. Es wird dauern, aber der Tag wird kommen.
Dann noch ein Hinweis, dass dieses Wochenende am Freitag das gute Volksfest beginnt. Aber mittlerweile sind da alle Traditionen abgeschafft. Es geht eigentlich nur noch ums Besäufnis. Es gibt da keinen Brauereigaul mehr, weil die Stallungen, es gibt so ein Reitstadion auf dem Wasen unten und dort wurden die Pferde bisher immer untergebracht. Dort ist jetzt, trotzdem wir ja immer Platz haben, leider kein Platz mehr. Ihr könnt euch denken, warum. Es gibt auch keinen Festakt mehr und keine Trachtengruppen, weil die 50.000 Euro einfach nicht mehr da waren, um das zu bezahlen. Für alles andere haben natürlich Geld. Gleiches Thema beim Silicher Museum in Schneid, wo ich fast herkomme. Das seit mittlerweile ein, zwei Jahren ist jetzt geschlossen. Also in Südkorea sind sicher Melodien Kinderlieder, aber auch hier haben wir natürlich die paar 10.000 Euro nicht, um so eine Tradition zu pflegen. Gleichzeitig wird es beim Deutschen Historischen Museum in Berlin, DHM, zukünftig eine Abteilung geben, die die Taten unserer Wehrmacht in Besatzungsstaaten dokumentieren wird, weil wir ja vom Zweiten Weltkrieg überhaupt keine Ahnung haben und sowas nie im Geschichtsunterricht drankommt. Brauchen wir da also einen Museumsteil dafür und für den sind bescheiden 80 Millionen reserviert, damit wir auch immer wieder wissen, was für schlechte Menschen wir doch sind. Vielen Dank. Ja. Ups. Ich hätte dagegen ja im Grunde gar nichts einzuwenden, wenn so auf das Schlechte, das die Völker dieser Welt alle schon getan haben, immer mal wieder hingewiesen wird. Ja? Aber da denke ich mal, haben es die Engländer sehr viel nötiger als wir. Weil die haben ihr gottverdammtes Empire, wie sie es selber nennen, nur deswegen aufgebaut, weil sie die Nation auf der Welt sind, die gegen die meisten anderen Krieg geführt hat. Ich glaube, der Zähler steht bei, es gibt irgendwie 180, 190 Nationen auf der Welt und so gegen roundabout 170 hat England bereits Krieg geführt. Nur damit ihr wisst, mit wem man es da zu tun hat und über wie viele Jahrhunderte das da schon geht. Ja? Also wenn die Deutschen das einholen wollen, müssen sie sich schwer anstrengen, bin ich ziemlich sicher. Ja? Obwohl ich jetzt da nicht umgebrachte Leute mit umgebrachten Leuten aufrechnen will. Aber mich kotzt es dermaßen an, niemand von uns hier hat an dem, was in diesem Krieg passiert ist und davor, auch nur die allergeringste Schuld, weil da gab es uns alle noch nicht. Ja? Und das muss endlich mal aufhören, dass da eine Nation, ich weiß nicht, von anderen dazu verurteilt wird, bis ans Ende aller Tage in Sack und Asche zu gehen. Ja? Irgendwann muss man das mal auf ein vernünftiges Maß zurückfahren und zurückführen. Punkt, aus, Ende und nicht mehr. Okay, jetzt sind wir bei dem unerfreulichen Thema Krieg. Ja, egal wo auf der Welt, es sterben immer, immer auf beiden Seiten unschuldige Menschen, die den Kopf hinhalten müssen für irgendwelche größenwahnsinnigen Idioten. Ich habe jetzt mal ein Buch recherchiert und auch einen Teil gelesen vom Thomas Mayer. Und zwar, der Titel ist Wahrheitssuche zum Ukraine-Krieg, um was es wirklich geht. Ja, und da ist Untertitel erstmal, es ist wichtig, sich im eigenen Denken von der Kriegspropaganda zu befreien. Das Buch hat 600 Seiten, die lese ich jetzt mal vor. Also nicht alle 600, keine Sorge, aber ein bisschen was sehr Interessantes. Ja. Der Punkt 1, hochinteressant, was da einfach rauskommt. Ja. Erstens, man kann eher von einer Annexion der Krim durch die Ukraine sprechen, als von einer durch Russland. Durch die ständige Wiederholung in den Medien denken viele, dass Russland 2014 die Halbinsel Krim im Schwarzen Meer annektiert habe. Doch die historische Betrachtung zeigt, dass die Krim nie, Ausrufezeichen, zur Ukraine gehören wollte und gegen ihren Willen von der Ukraine einverleibt wurde. Schon Monate vor der Gründung der Ukraine
votierte die Krim-Bevölkerung im Januar 1991 in einem Referendum zu 93% für die Selbstständigkeit der Krim, also 91, ja, und die Zugehörigkeit einer neuen Union mit Russland. Die Gründung der Ukraine fand dann am 1. Dezember 1991 statt durch ein Referendum. Die autonome Region Krim hatte dabei eigentlich das gesetzlich verankerte Recht, selbst über ihre Zugehörigkeit zu entscheiden. Doch die Ukraine verweigerte der Krim ihr Recht auf souveräne Entscheidung. Damit fand eine juristische Annexion statt. Gegen diese Annexion durch die Ukraine wehrte sich die Krim-Bevölkerung im Jahr 1992, erklärte das Krim-Parlament die Republik Krim für unabhängig von der Ukraine und verabschiedete eine eigene Verfassung und setzte ein Unabhängigkeitsreferendum durch. Auf Druck Kiews und aufgrund von Versprechungen für die Hoheitsrechte der Krim innerhalb der Ukraine wurde das Referendum allerdings ausgesetzt. Im Januar 1994, ich blätter euch mal, das ist schon her, ja, wählte die Bevölkerung der Krim einen eigenen Präsidenten, dessen Wahlversprechen war die Einheit mit Russland. Im April fand das Referendum dann dennoch statt und mit 80% Mehrheit beschlossen die Krim-Bewohner ihre Unabhängigkeit von der Ukraine. So, daraufhin wurde die Kiewer Regierung brutal. Sie entzog der Krim alle bisherigen Hoheitsrechte, enthob den Krim-Präsidenten unter Einsatz militärischer Spezialeinheiten seines Amtes. Das war ein gewaltsamer Putsch. Nach der juristischen Annexion entspricht dieses Vorgehen von 1994 einer militärischen Annexion. Aufgrund dieser Vorgeschichte ist es verständlich, dass sich die Krim-Bevölkerung nach dem Maidan-Putsch im März 2014 in einem Referendum noch einmal von der Ukraine trennte und sich Russland anschloss. Erst dieses dritte Referendum führte zur erwünschten Trennung von der Ukraine. Was aber die Menschen auf der Krim denken und wollen, wird von der westlichen Kriegspropaganda, da sind wir wieder beim Staatsfunk, konsequent verschwiegen und missachtet. Zweiter Punkt. Die Krim ist mit dem Referendum vom März 2014 völkerrechtskonform Teil der Russischen Föderation geworden. Schon im Dezember 2013, kurz nach dem Beginn der Maidan-Proteste, riefen die Abgeordneten des Krim-Parlaments zur Unterstützung auf gegen die gewaltsame Maidanisierung staatsfeindlicher und krimfeindlicher Kräfte, deren Willen man sich nie aufzwingen lassen werde. Solche Aufrufe gab es in der ganzen südöstlichen Ukraine, also im Kriegsgebiet sozusagen. Sie fanden überall mehr als 80% Zustimmung in den regionalen Parlamenten. Unmittelbar nach dem Maidan-Putsch führte die Krim wieder ein Referendum durch, an dem 83% der Stimmberechtigten teilnahmen. Von ihnen stimmten 97,5% einem Beitritt zu Russland zu. Daraufhin rief das Krim-Parlament einstimmig die Unabhängigkeit der Krim aus und stellte den Antrag auf Aufnahme in die Russische Föderation. Eine solche Unabhängigkeitserklärung eines Landes ist unter den Bedingungen, die die Krim erfüllte, völkerrechtlich vorgesehen und völkerrechtlich legitim. Nach dem Völkerrecht war die Krim durch einen demokratischen Selbstbestimmungsakt berechtigt, Teil eines anderen Landes zu werden. Umfragen westlicher Meinungsforschungsinstitute unter den Krim-Bewohnern im Juni 2014 und im Februar 2015 bestätigten dieses Abstimmungsergebnis. Jetzt kommt wieder was. Von Russland eingeladene OSZE-Wahlbeobachter lehnten die Beobachtung des Referendums ab, weil sie dem keine Legitimität geben wollten. Dennoch kamen 135 Wahlbeobachter aus 23 Ländern und sie stellten keinerlei Verstöße fest. Aber die westlichen Staaten missachteten den demokratischen Willen der Krim-Bevölkerung und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Stattdessen bestrafte die NATO-Regierungen die Krim und Russland mit Sanktionen und verlangten von der Kiewer Regierung, die Krim militärisch zu erobern und finanzierten den Ukraine-Krieg. Dritter Punkt.
Es sind fünf, keine Sorge. Der Maidan-Putsch von 2014 hat Anführer faschistischer Gruppen in Kiew an die Macht gebracht. Auf dem Maidanplatz in Kiew demonstrierten im Winter 2013-2014 Bürgerinnen und Bürger für eine Assoziation der Ukraine mit der EU und gegen den amtierenden Präsidenten. In den südöstlichen Gebieten der Ukraine hingegen fanden viele Anti-Maidan-Demonstrationen statt. Das Abkommen mit der EU hätte eine Abspaltung von Russland bedeutet. Und das genau spaltet nämlich damals schon das Land. Die Proteste auf dem Maidan wurden zunehmend von rechtsradikalen Organisationen dominiert mit Fanatismus und deren Anführer stehen in ungebrochener, trägst da wirklich einen Magen rum, die Anführer stehen in ungebrochener Tradition mit dem Fanatismus der deutschen SS und der ukrainischen Nationalisten unter Führung von Stefan Bandera, die während des Zweiten Weltkriegs Massenmorde an Juden und Polen durchführten. Man kann sie ohne Umschweife Faschisten nennen. Ja, sie eskalierten nämlich die Maidan-Proteste, verhinderten eine friedliche Lösung und setzten den gewaltsamen, verfassungswidrigen Regierungssturz durch. Sie wurden dabei von den USA massiv unterstützt, weil man von ihnen erwarten konnte, dass sie die Ukraine in einen Krieg gegen Russland ziehen. Im April 2014 starteten sie den Militäreinsatz gegen die Föderalisten im Osten des Landes und führten 8 Jahre lang Krieg im Donbass. Liest man dabei die Aussagen dieser Leute, die gegen die Bevölkerung im Osten der Ukraine und gegen Russland, so findet man reines rassistisches Nazitum. Die ukrainischen Nationalisten fordern ein ethnisch gesäubertes Land, wenn ich das Wort höre, ein Verbot der russischen Sprache, obwohl dies Muttersprache von 30% der Ukrainer ist. Diese Forderungen wurden allgemeingut. Ein Sprachenverbot wurde im Mai 2019 per Gesetz besiegelt. Es geht wirklich so weiter. So, die Ukraine hat einen vierter Punkt. Die Ukraine hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durchgeführt, nicht Russland. Auch wer sich moderat zum Ukraine-Krieg äußern will, von dem nur das Bekenntnis verlangt, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durchgeführt habe. Das hat aber nicht Russland, sondern es hat die Ukraine. Während der Maidan-Proteste 2013-2014 fanden Anti-Maidan-Demonstrationen in den östlichen Gebieten der Ukraine statt. Als durch den gewaltsamen Putsch die Anführer nationalistischer Gruppierungen die neue Regierung bildeten, forderten die Menschen in den östlichen Gebieten mehr Autonomie von Kiew und Kiew antwortete mit Panzern, Bomben und Soldaten. Von den Soldaten wollten aber viele nicht auf ihre Landsleute schießen und liefen zu ihnen über. Die rechtsradikalen Regimenter hingegen, die SS-Abzeichen tragen, kämpften skrupellos gegen die ethnisch-russischen Ukrainer im Osten. Es geht so weiter, es ist schlimm, was man da lesen muss, ja. Es geht einfach durch. Russland wird einfach hier völlig falsch in den Medien dargestellt, weil es einfach nicht in die westliche Presse passt. Ja? Ja. Der russische Kriegseintritt, das muss ich euch noch vorlesen, ist also völkerrechtlich betrachtet kein Angriffskrieg, völkerrechtlich betrachtet, also von Gesetzen, die gelten, ja, sondern gemäß Artikel 51 der UNO-Charta ein militärischer Beistand bei der Selbstverteidigung. Das passt aber natürlich nicht in die westliche Kriegspropaganda und wird deshalb der Öffentlichkeit verschwiegen. Der Krieg ist auf jeden Fall eine schreckliche Katastrophe, egal wie man ihn betrachtet. Und ich habe es vorhin gesagt, ist jeder, der da drüben irgendwo ums Leben kommt, egal auf welcher Seite, es gibt gar keine Strafe, aus meiner Sicht, den man den Verantwortlichen aufbürden konnte. Ich wüsste jetzt keine. Meine Frau sagt immer Steinbruch, das ist mir nur zu wenig. Ja. Frage mal kurz am Rande. Ja. Eine Frage am Rande. Darf ich da vorhin machen? Ja, gut.
Ja. Dann frage ich die was. Ja, darfst du gern. Das mache ich. Seid also, und es kommt der fünfte und letzte Punkt. Die Wirtschaftssanktionen, ja, die ja alle so propagiert worden, sind schlichtweg völkerrechtswidrig. Ja. Auch dafür haben wir ein Völkerrecht. Ja. Und deshalb, es gilt scheinbar nur noch das Gesetz, ja, denen, die lauter schreien, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Eine weltweit unbekannte Tatsache ist, die Wirtschaftssanktionen der USA und ihrer Verbündeten sind nach UN-Charta völkerrechtswidrig, habe ich schon gesagt. Deshalb hat der UN-Menschenrechtsrat die Sanktionen der NATO verurteilt. Also ich habe davon nichts gehört, dass er die verurteilt hätte, die Sanktionen. Doch das ist nur eine politische Empfehlung und ein Beschluss ist nur dann rechtsverbindlich, wenn er vom Ständigen Sicherheitsrat einstimmig getroffen wird. Ja, man sieht einfach, wie wir falsch informiert sind, wie wir fehlgeleitet sind und wie wir einfach uns sehr, sehr genau informieren müssen und auch versuchen, alles, ihr habt das Buch bestellt, alles mal in einen Rahmen zu bringen, wo wir uns sicher sein können, was wir machen. Was wir hier machen, ist auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr guter Weg, um die Menschen aufzurütteln. Auch wenn wir wenige sind, aber wir bewegen was. Seid euch da sicher. So. Ganz kurz, ich bin gerade gebeten worden von der Dame. Sie ist eingeparkt worden in der Brandstadt hinten. Ich soll fragen, ob hier ein Fahrzeugführer ist, der AAW2340. Ein Volvo fährt, der möge bitte wegfahren. Falls es da drüben jemand gehört hat, sag's nochmal. AAW2340, bitte wegfahren. Okay. Ja, ich habe einen Vorschlag an die Herren Politiker, die diesen Krieg angezettelt haben, die dafür sorgen, dass dort gemordet wird. Vereinbart endlich einen Waffenstillstand. Lasst die Menschen, die in diesen Gebieten leben, selber entscheiden, wozu sie gehören wollen, ob zu Russland oder zur Ukraine. Macht gefälligst offizielle, gut beobachtete Referenden und akzeptiert hinterher die Grenzverschiebungen, die es gibt. Denn die meisten Menschen, auch die mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben, haben ja mittlerweile verstanden, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann. Viele wussten das vor Beginn des Krieges, manche leider erst jetzt. Der Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen. Es sterben dort jede Menge junger Leute. Gar keine Frage. Die Ukraine hat Bevölkerungsverluste. Das wird sie in vielen Jahrzehnten hinterher nicht verkraften. Muss man auch mal so sehen. Ja? Deshalb sage ich nochmal, vereinbart endlich einen Waffenstillstand, macht Referenden und akzeptiert hinterher die Grenzverschiebungen. Denn die gab es auf diesem Globus immer schon. Denn sonst würden wir noch im Römischen Reich leben. Ja, aber diese Grenzverschiebungen, so lobenswert das ist, sind nie von Bauern und Arbeitern als solchen durchgeführt worden, sondern das waren immer andere Leute. Das muss man mal ganz klar so sagen. Roland hat gerade in einer Bemerkung gesagt, sozusagen, Ergebnisse von Abstimmungen zu akzeptieren, das schaffen wir ja nicht mal bei Wahlen. Hat er recht? Leider. Ja, aber ich bin auf etwas gestoßen, was ich gar nicht in Deutschland für möglich gehalten habe. Es gibt ein kleines gallisches Dorf, so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Die wohnen, das ist ein Dörfchen in Bayern und die sind tutti completi selbstständig. Mit Energie, klar, viele Privathäuser haben dort logischerweise Solarpaneele auf dem Dach. Die Landwirte, die dazugehören, die versorgen sich mit Biogasanlagen und die produzieren als Landwirte gemeinsam so viel Biogas, dass sie das auch noch verkaufen können. Die haben sogar ihre eigene Währung und das seit über 20 Jahren. Die werden argwöhnisch begutachtet, aber die haben vor 20 Jahren schon beschlossen, dass sie sowohl von Brüssel als auch von Berlin, auf Hochdeutsch gesprochen, die Schnauze einfach voll haben und haben sich selbstständig gemacht. Das fand ich doch, mein Gott, das ist doch lobenswert, ja? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Schwäbisch Gmünd mal ein gallisches Dorf wird, aber irgendwie fände ich es sehr wünschenswert.
Ja, und weil wir jetzt gerade von Krieg und vielen Opfern und so die Rede haben, die Rede war da zu der Ukraine-Nummer. Also es gibt einen Ausspruch, ich glaube, von einem amerikanischen Berater Brzezinski und ich glaube, der Kissinger war auch so. Quasi mit Blick auf die Araber haben die gesagt, die sitzen auf unserem Öl. Ja? Und mit genau der gleichen Überheblichkeit sagen die gerade, dass die Ukrainer auf ihren, also auf den amerikanischen Schwarzböden sitzen und auf allen Bodenschätzen, die es dort gibt. Die werden nicht aufhören, weil das den Amerikanern scheißegal ist, wie viele Ukrainer da ums Leben kommen. Das ist einfach so. Ja? Das ist angezettelt worden, die wussten, was sie da tun. Und sie ziehen es durch, so lange, bis die Leute von selber aufhören. Also bis sie nur mitspielen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, wie man einen Krieg beendet, der von außen ständig befeuert wird. Ja. Weiß auch nicht, wie das gehen soll. Vor allem nicht, wenn die ganze Presse da das immer wieder von neuem anheizt. Der mittelmäßig intelligente Deutsche mittlerweile tatsächlich jeden Scheiß glaubt, der im Fernsehen gesendet wird. Also es fällt einem hier absolut nichts mehr ein zu den Themen. Ja, wie gesagt, diese Kästen müssen weg. Ganz krasser Themenwechsel. Ich finde, wirklich führende Verbrecher in unserem Land tragen mittlerweile ein Erkennungszeichen. Dieses Erkennungszeichen nennt sich Bundesverdienstkreuz. Ja, und zwar nur mal in Bezug auf die letzten 4 Jahre ein Bundesverdienstkreuz haben bekommen, Drosten. Ja, ja, ist so. Der RKI-Chef Wieler, Klaus Cikutek vom Paul-Ehrlich-Institut und Biotech-Gründer Ugo Sahin. Jetzt bekommt dieses Bundesverdienstkreuz, ja, haltet euch fest, Alena Büchs. Ja, es ist nicht zu fassen. Diese Frau bekommt jetzt das Bundesverdienstkreuz. Ich höre sie noch, also ich habe sie manchmal noch im Ohr, wie sie damals im Fernsehen saß und sich darüber aufregte, dass wir sagten von wegen, dass dieses Präparat nicht an der Impfstelle verbleibt, sondern sich im Körper verbreitet und eingeht in diese Zellen, wie sie gesagt hat, dass das völliger Schwachsinn sei, weil das ist ja so eine geile Technologie, die verschwindet ja nach 2 Wochen und ist nicht mehr nachweisbar. Das soll sie mal diesen Hunderttausenden sagen, die durch dieses Zeug nachhaltig geschädigt sind, wo man immer noch Reste findet, die das eingebaut haben in ihre Zellen. Ganz klar, das ist ein Riesenverbrechen und wie gesagt, ein Aushängeschild, die größten Verbrecher in diesem Land haben eine Marke. Und das ist das Bundesverdienstkreuz. Jeder, der das trägt oder früher mal zu Ehren bekommen hat, diese Menschen gab es ja auch, schickt es zurück. Ja, vielleicht noch kurz eine Sekunde dazu, weil es gerade zu dem Thema passt. Sekunde. Ich habe hier gerade die aktualisierten Zahlen zur Covid-19-Impfschäden. Anstieg von Krankheiten, Myokarditis, Anstieg 2800%. Krebs 300-900%, je nach Art. Unfruchtbarkeit, Anstieg um 500%. Fehlgeburten 300%, Neuropathien 1000%. MS soll vermutlich Multiple Sklerose heißen, 600%, HIV 500% und die Liste geht noch eine ganze Zeit lang weiter. Und alle diese Krankheitszahlen sind explodiert, seit es diese angebliche Impfung gibt. Das zum Thema Mörder, die dann dafür auch noch ausgezeichnet werden. Ja, und die Frau Büchs ist auch in die größte deutsche Räuberhöhle aufgenommen worden. Das ist nämlich die Bertelsmann Stiftung in Gütersloh. Dort ist sie seit kurzem Kuratorium tätig und sie werden keine politische Großtat finden, bei der die Bertelsmann Stiftung in den letzten 30, 40 Jahren nicht eine zentrale Rolle gespielt hat. Ich nenne es das Kanzleramt in Gütersloh. Und ich behaupte, die haben mindestens so viel Macht wie das Kanzleramt in Berlin. Dankeschön. Ja, unsere Stunde ist um. Ich finde, es ist, jede Woche kriegt man ein neues Schleudertrauma. Ich finde es nach wie vor wirklich, ich frage mich immer, wie weit muss das noch gehen, bis hier
500 Leute stehen, 800 Leute stehen, 1000 Leute stehen, die unseren Kommunalpolitikern ans Leben zur Hölle machen, damit die sich nämlich endlich mal umdrehen, weil die müssen wir umdrehen. Die haben auch mitgemacht, die haben sich nicht informiert, aber die leben mit uns, die müssen wir umdrehen. Wir werden nächste Woche weitermachen in alter Frische mit neuen Informationen, aber jetzt hätte ich gerne unser Lieblingslied. Ja, seid ihr stimmgewaltig drauf. Wir müssen hier leider aus unerfindlichen Gründen auf die Musik hier verzichten. Ich weiß nicht, warum alles andere geht, aber die Musik nicht, aber... Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe deutsches Vaterland. So, ich wünsche euch einen guten Heimweg, eine gute Woche. Bleibt wachsam, bleibt redegewandt, streitet euch mit jedem, der über den Weg läuft, informiert eure Mitmenschen, sofern sie euch zuhören. Und jetzt hat's Milchgässle geöffnet. Macht's gut.